So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Zelda Majora's Mask. Ich glaube, ich habe noch was gefunden. Wir sind hier durch den Raum immer sofort durchgerusht. Anstatt mal links und rechts zu gucken, und das ist in diesem Tempel scheinbar extrem wichtig. Wir hätten nämlich noch hier direkt da diese Kiste aufreißen können. Da sollte jetzt ein Schlüssel drin sein, genau. Der bringt uns jetzt aber auch relativ wenig. Aber... kein Wenn ohne ein Aber. Ja, immerhin haben wir jetzt den Schlüssel, den wir noch brauchen. Und können uns eventuell irgendwie hier hochschießen. Oder aber es geht hier durch. Ich weiß es nicht. Ich suche mal weiter. Bis gleich. So, das ist die letzte Fee, die wir brauchen. Haben wir schon ein paar Mal gesehen. Uns wurde sie auch angezeigt. Ich hätte mit der Wirbelattacke durch die Wand den Schalter aktivieren müssen. So, und da sind wir nochmal kurz. Ich habe den letzten Aufnahmebeginn gestartet. Also, ne, das... ich muss halt zwischendurch speichern, weil es nicht unbedingt so sicher läuft, wie es laufen soll. Ja, hab halt nochmal den letzten von mir gesicherten Stand geladen. Ich hatte es wirklich schon, dass ich 1,5 Stunden nachspielen musste, einfach weil der Emulator abgestürzt ist. Das ist äußerst unschön. Deswegen mache ich jetzt immer nach jeder Folge einen Speicher. Und... ja, hab den jetzt eingesetzt, um die 15 Feen noch daraus zu retten. Dann können wir uns das nämlich nächstes Mal sparen. Ich könnte es jetzt theoretisch auch so machen. Oder hätte es letzte Folge schon machen können. Dass ich einfach eine Folge lösche und ja, wir dann quasi nochmal im einen Tag mehr Zeit haben und ich den ganzen Dungeon schon kenne. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck des mehr oder weniger blind. Deswegen geben wir jetzt nur noch schnell die Feen ab und dann mache ich das Ganze nochmal. Ich meine, den Tempel kenne ich jetzt schon. Ihr kennt ihn schon. Es nimmt dem Ganzen ein wenig die Spannung. Und da ich im Lösungsbuch nachgeguckt habe, wo ich die letzte Fee herbekomme, war jetzt in der zweiten Aufnahme Fee 12. Ja, es ist quasi auch nicht mehr so doll aufregend. Euch auch nicht, ob ich die Feen zusammenbekomme oder... also, dass ich das Ganze jetzt mit mehr Zeit und mit bekanntem Weg schaffe, war ja anzunehmen. Oder ist anzunehmen. Vielleicht schlafe ich sogar noch zwischen. Oh, Blondie! Na, mal sehen, was Blondie für uns hat. Das sah mit der Nase gerade so aus, als wäre die rot. Oh, mitfühlender junger Freund. Ich bin die große Fee der Güte. Hab Dank für deine wertvolle Hilfe. Als Zeichen meiner Dankbarkeit überreiche ich dir das Feenschwert. Und das, du hast das Feenschwert erhalten. Um es einzusetzen, musst du dich zuvor mit sie bewaffnen. Die filigranen Umrisse schwarzer Rosen zieren die mächtige Klinge. Welche die Kräfte des Feenschwerts beherbergen. Besuche mich wieder, wenn dir die Strapazen deiner Reise zu schwer auf den Schultern lassen. Ja. Und da können wir jetzt sagen, haben wir wirklich die stärkste einsetzbare Waffe. Ja, also, man vergleiche... ja, wir können damit genauso kämpfen. Und es ist wieder ein Zweihänder, das heißt, wir können das Schild nicht mehr benutzen.
Stört mich herzlich wenig. Ich benutze das Schild ja sowieso so. Sagen wir nicht ganz so viel. Aber das ist auf jeden Fall schon mal die schwerste Fee gewesen. Wir haben jetzt alles. Und das Schöne ist, das Feenschwert ignoriert solche Flüche. Wir können ja jetzt Waffe nicht mehr ziehen, aber da das Ding nicht auf dem Schwertplatz liegt, sondern auf dem C-Knopf, können wir es trotzdem benutzen. Also Flüche sind uns jetzt mal egal. Das Einzige, was wir hiermit nicht machen können... Wir können sogar kreisen, also wir können sie nicht aufladen. Also, wenn ich mich schnell im Kreis drehe, kann ich damit kreiseln. Wir können also alles damit machen. Ja, nur das langsame Aufladen geht. Gut, während ich mich jetzt gerade im Keks freue und mich darauf vorbereite, die Zeit zurückzuspulen, würde ich schon mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, ich hole euch denn dazu, wenn ich bei dem Tempelchen so weit bin, wie wir zusammen waren und ich den Weg weitergefunden habe. Ihr seht, wir waren diesmal ein bisschen schneller. Und eigentlich sollte Navi hilfreich sein. Es gibt nämlich, wir haben hier die Schatztruhe aktiviert und dann fliegt sie genau einmal dahin und sagt, wir können uns doch an der Schatzkiste festhalten. Und das ist schon alles. Also ich hatte erwartet, dass sie da mehr als einmal hinfliegt, aber scheinbar macht sie das nur einmal. Ja gut, dieser Kampf gegen den Augenbord ist jetzt unbedingt... reflektieren. Ah. Ich soll ihn schon in den Nahkampf bringen. Und dann beschießen. Sehr gut. Sehr gut. Oh, ich glaube doch. Ja, passt. Natürlich haben wir wieder ein Chateau Romani drin, ne? Ja, deswegen ist auch schon Nacht. Ich musste wirklich bis zur Nacht vorspulen. Du hast die Maske des Giganten erhalten. Miau. Die Kraft eines Riesen schlummert in dieser Maske. Finde würdige Gegner für diese unbändigen Mächte. Würdige Gegner sind damit alle Endgegner. So, hier ist der Schalter, den wir gestern nicht aktivieren konnten. Ja, den haben wir halt jetzt. Und da wir hier nicht weiterkommen, würde ich schätzen, wir müssen uns an der Schatztruhe festsaugen. Und dann hier rüberspringen. Ah ne, wir wollen schon runter. Und Bosskampf! Na, hier ist der Raum, wo wir die Lichtpfeile herbekommen hatten. Und scheinbar sollen wir jetzt hier runterspringen. Wie zutraulich das auch sein mag. Seelenloser Wüstenkrieger, Twinmold. Ja, und wer sich mit den Zelda-Gameboy-Spielen ein bisschen auskennt, der weiß schon, dass die nur an der Schwanzspitze verwundbar sind. Nur die Köpfe und Schwanzspitzen sind verwundbar. Wärst du doch auch nur so groß wie diese beiden. Ja, ne?
So, das zieht uns jetzt permanent Magie ab. Aber das ist ja nicht weiter tragisch. Aha, das hat ihm wehgetan. Ja, deswegen, also wenn man irgendwas hier auf der Karte zerstört, dann kommt da auch Magie raus. Das wäre voll interessant für uns, hätten wir kein Chateau Romani. So, das war schon mal Nummer 1. Der Rode. Und ich bin noch nicht zu einem ausreichend großen Damage-Test gekommen. Muss man einfach so sagen. Ich meine nicht, dass ich jetzt hier was anderes nutzen könnte als das Schwert. Als unsere super upgradete Feenklinge. Aber ich bin auch noch nicht ausreichend zu gekommen, die Schaden von dem Feenschwert gleich zur Schmirgelklinge zu testen. Ich weiß, aus Kurztests, ich brauche für die Dodongos mit beiden zwei Schläge zweimal anspringen. Das sind jetzt zwar relativ starke Gegner, aber sagen wir mal relativ starke Angriffe, so ziemlich der stärkste, den wir haben. Da ist ein super kleiner Herzcontainer. Vielleicht sollte ich dazu die Maske ab. Ja. Herzcontainer. Wir haben wirklich drei Herzen verbraucht. Krass. Zwei. Und ein gebührender Abgang. Twinballs Vermächtnis ist nun auf dich übergegangen. Der reine Geist, den dieser Maske im Körper, in den Körpern Twinballs gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Da-da-da-da. Ja. Ganz toll. Wir haben euch allen geholfen. Mehr können wir nicht tun. Ruft. Ich ruf uns. Haben sie gesagt. Wir verstehen euch. Ohne euch mit den Ohren hören, zu hören. Nun helft auch ihr uns. Wir werden euch vom Dach des Uhrturms rufen. Kommt und verhindert das Schlimmste. Wie? Eure Stimme... Stimmen klingen traurig, ihr wollt nicht? Ja. Gebt. Eurem Freund.
Unserem Freund vergeben? Wem sollen wir vergeben? Was sollen wir vergeben? Vielleicht dem Horror-Kid, das es von der Macht der bösen Maske übernommen wurde und dann ganz viel Schrott gebaut hat. Ah. Ja. Das sieht doch gleich viel besser aus. Jetzt dürfen wir hier sogar rein. Wer bist du? Niemand hat dir erlaubt, dieses Haus zu betreten. Das heißt, die Nummer mit dem Vater? Nö. Oh, ist das nicht eine Fee? Gehört sie zu dir, junger Mann? Ich bin ein bekannter Wissenschaftler, der Feen, Geister und ähnliche sogenannte übernatürliche Phänomene erforscht. In Bezug auf Geister gibt es niemanden, der mit meinem Wissen mithalten kann. Ich frage mich, was du willst. Mal gucken, wie es dir so geht. Aber lustig, dass wir mal rausgeschmissen werden von irgendjemandem. Ja, was machen wir jetzt mit den restlichen, sagen wir, 2 Tagen? Das sind ja eigentlich vollständige 2 Tage. Wir könnten uns hier schon mal mit rumschlagen. Oder wir fangen mit Skulltula-Häusern an. Oder wir machen die ganz brutale Methode und spulen einfach schon mal bis zum Ende vor und gucken uns den Bosskampf an, bevor alles durch ist. Tja, das würde ich dann auch machen, damit wir den Secrets and Goodies Part wirklich hinten ranhängen können. Tja. Dann mal los. Es ist einfach die sinnvollste Entscheidung. Für den Bosskampf brauchen wir für Chateau Romani wahrscheinlich. Und ja. Mit dem, was wir jetzt haben, können wir den Bosskampf eigentlich machen. Denn ich weiß, dass wir noch lange genug brauchen, dass das hier nicht die letzte Folge ist von dem normalen Part, von dem normalen Abschnitt. Den Rubine lohnt sich auch nicht einzulagern. Ja. So. Aber wir können uns ja wenigstens schon mal in den Bosskampf stürzen. Des letzten Tages. Wir haben noch 5 Minuten. In den 5 Minuten können wir keine 6 Stunden ablaufen lassen, selbst mit Normaltempo nicht.
Und wir müssen ja nochmal vorspulen. Von daher würde ich sagen, mache ich das dann gleich in der Aufnahmepause. Und wir gucken uns nochmal an, wie ich so einen Damage-Test mache. Damage. Stunden verbleibt. Damit die große Frage geklärt ist, was ist das mächtigste Schwert? Ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht die brennendste Frage zu diesem Zeitpunkt des Spiels. Ich meine, wir stehen kurz vor Bosskampf, wir haben Legendary 9 Herzen. Selbst mit Fee des Schutzes 18. Und wir haben zwei Feen im Vorrat. Auch das ist nicht ideal. Das werde ich aber nach Ende des Parts dann noch ändern. Da kann ich dann noch auf die Lon-Lon-Farm. Nee, da sind keine Kühe mehr. Die wurden ja alle geklaut. Notfalls Milchbar. Ja, so viel Geld muss sein. Hi. Mal eins, mal zwei. Man könnte sagen, spit it out. Ah. Musiktext. Oder. Bei spit it out dürfte sogar einer sein, den man kennen könnte. So, jetzt müsste Ende sein. Yep, jetzt endet. Wer bei mir auf den Tippi-Kanal geguckt hat, also auf meinen anderen, wo ich mich eigentlich nur mit Musik beschäftige, also ich erstelle eigene Playlists und ja, das ist der Inhalt des Kanals. Eins. Ja, deswegen habe ich jetzt extra einen LP-Channel gemacht, wo ich mich dann mit Spielen beschäftige und ich habe einen, wo ich nur für mich selber Playlist zusammenstelle. 3. Sehr gut. Also, das Feenschwert ist doch noch stärker. Es steht 3 zu 4. Viertel stärker, könnte man sagen. Aber das ist jetzt wirklich Feintuning. Achso, ja genau. Wir waren bei der Musik. Wüstentempel. Müsste das gewesen sein. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Genau. Also wer sich auf meinem Musik-Playlist-Kanal umgesehen hat, auch auf dem Channel verlinkt, der weiß, dass ich mir nicht nur Mainstream-Musik anhöre. Also da sind auch Bands bei, die vermutlich außer mir 5 Leute kennen oder so. Ups. Ist da eine Kuh? Keine Kuh. Oh. Warum? Also gut, gehen wir. Ja, eine Kuh hat halt wirklich den Vorteil, dass sie momentan die bessere Fee ist. Das hält noch genau 2 Herzen. Also wahrscheinlich nach dem zweiten Secret Goodies Part ist durch. Weil im ersten beschäftigen wir uns mit den Feenhäusern, mit den Skulltula-Häusern. Hier unten war auch keiner, oder? Hier so. Kuh? Nein. Ja. Also kann ich ja schon mal vorspoilern. Für den ersten Secrets and Goodies Part ist geplant, beliebte Methoden Geld zu sammeln. Also bei mir beliebte Methoden Geld zu sammeln. Es wird ein bisschen gekämpft. Es gibt viele tote Gegner. Und vermutlich, weil das nicht die ganze Folge dauert, kümmern wir uns dann noch um die
beiden Skulltula-Häuser. Genau. In der zweiten Folge werde ich dann mit den Herzteilen anfangen. Oder nehmen, sagen wir lieber, in der zweiten Folge kümmern wir uns dann um die Masken. Natürlich nehmen wir ein paar Herzteile mit, so Express-Herzteile. Aber hauptsächlich geht es dann um Masken. Express-Herzteile meint die, wo man extrem schnell rankommt und die sehr einfach zu holen sind. Ja, dann geht es mit den Masken weiter und die kniffligeren Herzteile, die holen wir uns dann ganz zum Ende. So wie auch die Flaschen. Da wir das jetzt als Planung durchhaben, würde ich mal sagen, ich verdödel noch ein bisschen Zeit, bis wir hier alles durchhaben. Und ja, dahin danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.